H, wo bist du? H4. D9. Jawohl. Abgefahren. Und jetzt bei dem anderen den anderen Code. Wenn wir schon kein Foto machen, dann knacken wir wenigstens das Rätsel um Beluga hieß das Ding, ne? Jetzt rennen wir mal eben hier hoch. Die Kinder halten uns auch schon für irre. Was will die denn hier? hier. Ja. Check. T4P9. T4P9. T. Hier. E. 9. Und? Korrekt. Ja, aber was ist jetzt passiert? Was ist freigeschaltet worden? Vielleicht oben auf dem Dach, vielleicht irgendwas zum Starten. Vielleicht müssen wir da hoch. Ich weiß es ja nicht. Ach, guck mal. Nee, oder? Nee, das Ding hat sich vorher auch schon gedreht. Nicht neu. Das hier ein Knopf. Gut, dann wieder runter. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Perfekt, Miss Jade. Jetzt können wir die Hangartür öffnen. Welche Tür? Da war eine Tür? Da weißt du mehr als ich. Wie die Betthöhle. Oh, krass. 20 Jahre. Paige, du hast all das 20 Jahre lang vor mir geheim gehalten. Er tat es ganz sicher nur, um sie zu beschützen. Ja, vielleicht. Beluga-Check-up. Hauptsache, du findest den Beluga-Check-up auf meinem Schreibtisch. Und dieser Schreibtisch ist in dieser geheimen Höhle. Lol? Gut gemacht, Jade. Ein Flugstabilisator für jeden Reaktor. Auswählen 2 oder 3, ablegen Q. Whatever that means. Okay. Dann, sie stehen im Weg. Es sieht aus, als müsste man hier was reinstecken. Ja, das war die erste Intuition, war meist die richtige. Und hier auch. Und wer etwa noch so ein Teil? Cool. Hoffentlich fliegen wir jetzt einfach über die... Also, wir brauchen kein Sprungkit, ne? Wir fliegen jetzt einfach dahin. Nein. Ich kann es nicht kontrollieren. Wenn wir damit abheben wollen, brauchen wir einen Flugstabilisator für jeden Reaktor.
Aber den habe ich doch gerade da reingesteckt. Scherzkeks. Stabilisator für jeden Reaktor. Ja, den habe ich da reingesteckt, Freunde. Mehr habe ich davon nicht, oder? Fahrzeug, Flugstabilisator. Sag nicht, ich brauche zwei. Sag nicht, das ist das Teil, das 30 Perlen kostet. Dann drehe ich hier ab. Glaub schon. Ich glaube, wir sollen die Perle finden, die letzte. Dann sollen wir das Sprungkit kaufen. Damit sollen wir bei der Mamagu-Werkstatt uns das Sprungkit einbauen lassen. Und dann sollen wir vermutlich erstmal die Schlachthäuser auf den Kopf stellen. Das klingt nach einem guten Plan, das klingt nach der richtigen Reihenfolge. Das sollten wir so machen, ganz klar. Andererseits, klar war ich neugierig und klar habe ich herumgeschnüffelt. Wer hätte das nicht getan? Okay. Somit sind wir wieder bei der Ausgangssituation, dass uns zwei Fotos fehlen, um die letzte Perle zu kriegen. Macht aber nichts. Das machen wir dann jetzt und fahren jetzt los und gucken dann doch nochmal irgendwo in der... ja, vielleicht ist hier im Wasser auch noch was, was wir noch nicht geknipst haben. Ja, das da sieht gut aus. Das wär's jetzt, ne? Das habe ich aber schon. Okay. Dann gucken wir doch einfach mal, was uns hier noch so erwartet. Ach lol, hier ist Geld. Ja, das geht natürlich auch. Entweder wir finden zwei fremde Tiere oder wir finden mehr Money. Money, Money. So dass wir uns die letzte Perle kaufen können von Mingzu. Und ich glaube, die Vorstellung ist schon fast realistischer, dass wir mehr Geld finden, als dass wir die Tiere finden, weil die Tiere sind gerade echt irgendwie krass rar. Ich darf jetzt nur nicht aus Versehen nochmal auf irgendwen Fremdes schießen, weil sonst muss ich wieder eine Geldstrafe zahlen. Wäre natürlich nicht so nice. Das wäre natürlich nicht so nice. Gut, dann fahren wir hier hinten einfach nochmal durch und die Kisten sind bestimmt wieder gerespawnt. Und schwuppdiwupp haben wir schon unser Geld zusammen. Können wir eigentlich hier auch andocken? So, wir haben, glaube ich, nur eine Möglichkeit, das Geld noch zu gewinnen. Und ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber wir müssen spielen. Gut, ich habe keine andere Wahl. Ich muss nochmal spielen. Ich setze aber nur 50. Ganz außen. Ja. Okay, so können wir damit weitermachen. So kann ich, so können wir das durchziehen. Das kriege ich hin. Der ist nämlich auf 50 gar nicht so schnell. Mitte. Jupp, jetzt haben wir alles. So, dann flitzen wir schnell zur Mingzu. Wir sehen uns bestimmt wieder, junge Frau.
Du hast Talent. Ja, ja. So, jetzt rennen wir aber. Ich gebe ein bisschen Gas, weil ich gerade so getrödelt habe. Tut mir übrigens leid. War ja gar nicht meine Absicht. Wir brauchten aber Geld. So, Ming-Zu, dann jetzt kaufen wir deinen Laden leer. Konto-Identifizierung. Jetzt kauft er sie weg hier, der Typ im pinken Shirt. Weg da! Das ist unsere Perle. Jo. So, jetzt haben wir uns für 15 Perlen ganz verrückt gemacht. Geld speichern. Ihr müsst die Fahrerei jetzt hier nicht miterleben. Ich schnipp uns jetzt in die Mamago-Werkstatt. Kommt rein, Freunde. Willkommen. So, da sind wir auch schon bei den Halunken in der Mamago-Werkstatt. Sag mal Halunken, weil gesalzene Preise, ne? So, dann kaufen wir uns hier das Sprungkit. Warte mal. Oh Gott. Flugstabilisator 20 Perlen. Und da hinten der Sternendings da 30. Also brauchen wir noch 50 Perlen insgesamt. Und wir haben 0. Digitalisierung abgebrochen. Alles klar. Also wenn das ja weiter so schlecht läuft, dann muss ich auf jeden Fall im Internet mal nachforschen, wo man Perlen finden kann. Ich will das eigentlich nicht tun. Ich lasse es auch erstmal. Ich mach's nicht. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht finden wir jetzt auf natürlichem Weg. So funktioniert das Sprungkit. Dafür haben wir jetzt hier. Okay, ich sag jetzt nichts, ne? Da müssen wir hin. Jetzt im richtigen Moment springen. Voll reingehüpft. Ich brenne! Warum brenne ich? Komm, so schlimm war es doch nicht. Der geheime Zugang ist auf der dritten Rennstrecke bei den Schlachthäusern, Miss Jade. Ja, Sekunde, wir haben Post. Shawnee, Double H. Nino konnte alte Pläne der Schlachthäuser runterladen. Anscheinend führt die dritte Strecke der Hovercraft-Meisterschaft direkt unter der Mauer her, die sie umgibt. Wir haben eine Öffnung in der Mauer entdeckt, die groß genug für ein Hovercraft zu sein scheint. Sehr gut. Was soll ich sagen? Wenigstens das Team um mich herum arbeitet effizient. So gefällt mir das. Jackpot. Hier sind noch ein paar Kisten. Und was ist das hier für eine geheime Ecke? Und was bist du? Ein Rochen? Ah, ein Rochen, ja tatsächlich. Die Manta Magnificiens. Perfekt. Ich datiere es und lege es ab. Vielen Dank. Schön, dann ist der Film ja schon fast voll. Das ist gut. Die Dinger sind ganz schön laut, ne? Gut, jetzt können wir hier mal die Stelle hier so ein bisschen erforschen. Und da ist wahrscheinlich wieder so ein Ort für Plünderer. Ob das wirklich wieder so ein blödes Plünderer-Ding ist? Ich hoffe ja nicht. Plünderhöhle 3. Nein, fahr doch nicht da rein. Wir haben doch gar kein Geld, was sie uns jetzt hier abnehmen könnten. Ja, wieder raus. Den Wal haben wir ja schon geknipst.
Ist also uninteressant, aber was ist das da hinten? Können wir auch noch kurz hin? Scheint aber ziemlich weit weg zu sein. Was sagt denn überhaupt hier unser... Das sagt gar nichts. Unbekanntes Terrain. Wir haben sogar noch die Chance, der Insel einen Namen zu geben, weil hier war vorher noch niemand. Wahrscheinlich ist das jetzt Plünderhöhle Nummer 5 oder whatever. Wir können ja mal hier anlegen. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Wer warnt mich denn hier? Ja, weil dann unbedingt. Plünderhöhle 4. Ich hab's geahnt. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Ja, was willst du denn machen? Mich abschießen, oder? Welche Aggro? Wer redet denn da überhaupt mit mir? Ich darf fahren, wo ich will. Ich habe dafür bezahlt, darüber zu springen. So, das Schlachthausrennen ist wohl da hinten. Wahrscheinlich hier. Rennen 3 und 4 vom Schlachthaus. So, ich suche Strecke 3. Wo bin ich denn hier? Wo muss ich denn dafür überhaupt jetzt hier hin? Ausgang. Wir müssen nach der geheimen Passage suchen, wenn wir in die Schlachthäuser wollen, Miss Jane. Häng fest! Das ist jetzt deren Ernst? Warum bin ich denn mit der Kamera? Ah, Tatsache. Okay, zuallererst holen wir uns mal eben hier. Preisgeld. 200 Tacken. Ich muss hier mal eben diesen Boost. So, Boost ist jetzt ganz vorne. Also jetzt kann ich den auf Dingens benutzen, den Boost. Auf Q. Und deswegen fahre ich jetzt nochmal diese Strecke. Okay, jetzt heißt es Vollgas geben. Abgefahren. Nein! Ich dreh ab. Wie haben wir es denn da hochgeschafft? Egal. Aber nochmal 200 kriegen wir auch nicht, ne? Nee. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Loch, dass der Eingang auf Strecke 3 ist, weil vielleicht auch andere Spieler, die nicht so gut sind. Was geht jetzt? Gerade noch über die Musik gehatet, jetzt haben wir keine mehr. Ja, nice! Ja, witzig. Hören wir leider auch nicht, wenn er anzielt. Schrabbe de Bub. Ah, okay. War jetzt nur der Sprecher kaputt. So, was wollte ich sagen? So, hier könnte doch... Das vielleicht... Lol, nein. Was wollte ich sagen? Ja, ich glaube, das bestimmt auf Strecke 3, dass der versteckte Eingang ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, weil bestimmt wollen auch noch Leute, die nicht so gut sind im Autofahren, also im Hovercraft fahren, so wie ich jetzt hier, Finger hoch, wollen vielleicht den Content sehen, oder? Und die wollen sich nicht so abhängig machen von diesem Gefahre. Vielleicht. Da! 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 Hüpf! Komm schon! Ja! Und wir brennen. Schlachthausstraße.
wurde aus der kleinen Anfängerin das alte Schlag. Huch. Er hat sich selbst abgewürgt. Ja, so wurde aus der kleinen Anfängerin eine, die sich mal eben verkrümelt. Was ist denn das hier? Stecke ich jetzt hier fest oder was ist hier los? Ja, offenbar. Das ist jetzt hier irgendwie nicht der richtige Weg. Okay. Ja, dann testen wir jetzt mal hier unser Sprungkit im vollen Maße. Ja, ich falle erstmal ins nächstgelegene Loch. Ich bin in ein Loch gefallen. Hier kommt man nicht mehr raus. Hier vielleicht. Ja, sie werden die ganze Zeit abgewürgt. Schön, dass sie mir hier ihre hilfreichen Tipps... Alter. Nicht normal. Ist doch nicht normal. Ist ja schön, dass man hier flutscht wie eine Sardine, aber ohne Witz. Ohne Witz. Ah, gehen wir mal Speed. Das ist ja schlimmer als die Rennstrecke. Die Deckung. Laser? Ich habe gar nichts mehr zum Reparieren. Ist ja super. Ja, ich bin wieder in meiner alten Form. Und sie ist verbrannt. Oh Gott. Na. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Wir haben nur noch einen halben Schlüssel. Ein halber Schlüssel. Was ist das? Nein. Es tut mir leid. Heute ist ja definitiv Crash-Test-Time. So, jetzt sind wir hier. Komm, jetzt habt ihr keine Chance. Wir sind wieder repariert. Freunde. Wo ist die Musik? Da ist die Musik. Wenn das hier nicht laggen würde wie Schwein, wäre das vielleicht auch gar nicht so schwer. Aber ja, es leckt. Gut gemacht. Ach, warten wir mal ab. Noch nicht loben. Erst spät. Vorsicht! Sie muss da noch. Ich wünschte, er würde seine Sätze mal zu Ende sprechen. Das wäre der Hammer. Aber vielleicht auch zu viel verlangt. Keine Zeit für Deckung. Auch keine Zeit für Deckung. Vielleicht doch Zeit für Deckung. Ja! Ah, Schlachthausviertel. Gott sei Dank. So, ich hoffe, der Rotz hier wird gespeichert. Den letzten Meter muss ich jetzt hier selber noch Gas geben. Ich dachte, es wäre eine Kinosequenz. Ich bin empört. Ohne Witz. Warum wird er denn ständig abgewürgt, der arme Mann? So, was bist du für eine Anaconda? Anguilla Bifida. Noch einmal vielen Dank, Jade.
Ist Beefy dann nicht irgendein Darmbakterium? Dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Wir müssen uns eh nochmal über die Preise für den Film unterhalten, weil eine Perle ist not enough. Wir sind teurer geworden. Unsere Dienste sind jetzt... kosten jetzt das Dreifache. Aber hey. So, können wir den Spacko da abschießen? Sieht nicht so aus. Nö. Und ihn? Habe ich Bock auf noch eine Verfolgungsjagd? Ich glaube nicht. Dann lassen wir ihn mal lieber in Ruhe. Und hier war doch irgendwo bestimmt eine Stelle, wo man anlegen kann. Das Ding verfolgt uns. Ich habe alles unter Kontrolle. Gut, wir schleichen uns einfach mal hier durch. Das sieht richtig aus, glaube ich. Bin ich jetzt? Bin ich jetzt hier richtig? Lol. Ich werde hier parken, genau hier. Wir müssen aus diesem Wespennest verschwinden. Ja, hast du eine Idee? Weil ich gerade nicht. Vielleicht können wir den kapern. Wespennest, ja, ja. Also ich weiß gerade auch nicht, wie wir herauskommen. Wir hüpfen mal hier rüber. So. Aber von hier sind wir ja auch irgendwie gekommen. Wenn hier so viel Dampf rauskommt, dann können wir bestimmt hier rein. Nicht. Oder wir nehmen diese Kiste, schieben sie vor uns her. Weil das klappt anscheinend. Jawohl, so geht das nämlich. Ja, komm mit, kleine Kiste. Du wirst da hinten gebraucht. Weil da hinten ist, glaube ich, der Weg nach draußen. Und das Teil blockiert ja gerade alles. So. Voilà. Jetzt los. Ach, ich stecke hier fest. Oh, super. Hatte ich nicht mal irgendwann so einen Neutralisierer gekauft bei der Mamago-Werkstatt? Jetzt wäre der Zeitpunkt, das Teil zu benutzen. Und es funktioniert. Gut. So, ich muss mal eben hier andocken. Und ihr hört es schon, ich werde auf jeden Fall mal kurz neu starten, vorausgesetzt, ich kann hier speichern. Ich hoffe doch sehr, dass ich das kann.